Das Schiff wird auch auf See stetig kontrolliert. Das Turnier beginnt in wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Auf den Gewinner warten eine Trophäe und außerdem ein fantastischer Preis. Für Passagiere ohne Karten stehen übrigens Decks zum Verleih zur Verfügung, also nur keine Zurückhaltung. Du spielst doch mit, oder? Schon möglich. Vielleicht sehen wir uns ja. Hier ist die Anmeldung für das Blut der Königin-Turnier. Das ist meine erste Kreuzfahrt. Ganz schön spannend alles. Du willst auch teilnehmen? Ja, eure Spiele haben mich schon immer interessiert. Also, ich melde mich mal an. Ich bin wirklich untröstlich. Aber Tiere sind zur Teilnahme am Turnier leider nicht zugelassen. Wie bitte? Sehe ich etwa aus wie ein einfaches Haustier? Du bist ganz gut in diesem Spiel, oder? Ja, schon. Aber auch gut genug für mich? Finden wir es raus. Sehe ich etwa aus wie ein einfaches Haustier? Nimmst du teil? Was denkst du denn? Ich lass mir doch die schnicken Preise nicht entgehen. Aha. Sag mal, willst du dich gar nicht umziehen? Meinst du den Anzug? Den habe ich richtig ins Herz geschlossen. Steht mir gar nicht schlecht, oder? Fast wie ein richtiger Seebär. Der Schalter ist frei. Dann mal los! Bin ganz schön aufgeregt, ob ich das Turnier wohl gewinnen kann? Vielleicht mit etwas mehr Übung. Jetzt sei doch nicht so. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder? Oh, sieht aus, als wäre ich dran. Bin gleich wieder da. Wünschen Sie, am Blut der Königin-Turnier teilzunehmen? Wären Sie dann so gut, mir Ihren Namen zu verraten? Cloud Strife. Oh, Herr Strife, wunderbar. Ich habe hier nämlich eine Nachricht für Sie. Für mich? Ja, dürfte ich sie Ihnen vorlesen? Es freut mich, dass du deine Reise mit Blut der Königin zu genießen scheinst, Cloud Strife. Weiter so, mein Freund. Gib dich ganz dem Blutrausch hin. Gezeichnet ein freundliches Phantom. Junge, Junge. Eine leidenschaftliche Nachricht, nicht wahr? Ist das ein Fan von Ihnen? Gut, dann sind Sie hiermit angemeldet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Turnier. Vorhang auf für unser allseits beliebtes Blut der Königin-Turnier. Die Cartoreros stehen bereits in den Startlöchern. Wem wird es gelingen, sich die begehrte Siegertrophäe zu sichern? Als Ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, Sie durch das spannende Geschehen zu begleiten. Und nun viel Spaß!
Der Weg an die Spitze ist beschwerlich. Er will Schritt für Schritt begangen werden. Und mit erhobenem Haupt. Diese Gina macht ihren Lust an den Schauen wir einmal, wie sich die einzelnen Teilnehmer schlagen. Wir beginnen mit der ersten Partie. Gina, tu ein die Gegner leid. Oh, du bist mein Gegner? Wird bestimmt voll cool. Ich heiße übrigens Felix. Freut mich, Mann. Was geht ab? Siehst ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Lass mal die Sonne rein, Mann. Können wir anfangen? Ah, von mir aus immer. Also dann. Fiesta Catorero! Caramba! Gut, dann mal los. Also gut. Womit fange ich am besten an? Felix hat das Heft fest in der Hand und lässt es seinen Gegner auch spüren. Der Sieg ist mir sicher. Versuche ich es hiermit oder damit? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich halte mich nicht zurück. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Felix scheint die theoretischen Grundlagen noch nicht so ganz begriffen zu haben. Bereit. Ich bin am Verlieren? Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Der Sieg ist mir sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd.
Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Könntest ruhig einen Gang runterschalten bei einem Anfänger. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Knauf lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Der Sieg ist mir sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Könntest ruhig einen Gang runterschalten bei einem Anfänger. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Laut lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Unglaublich! Stellt Felix sich hier etwa... Oh, sieht aus, als hätte ich verloren, was? Na... War ja auch zu erwarten. Der Sieger heißt Cloud und das verdientermaßen. Also dann, unser glücklicher Gewinner wird bereits am Anmeldeschalter erwartet. Nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Die erste Runde haben Sie ja mit Bravour gemeistert, Herr Strife. Herzlichen Glückwunsch. Auch für die zweite Runde. Toi, toi, toi. Die erste Runde ist hiermit beendet. Auch in der zweiten Runde bleibt es spannend, meine Damen und Herren. Es scheint, als würde Cloud seine nächsten Gegner suchen. Auf wen wird seine Wahl wohl fallen? Zeig denen, was der Hand ist! Lust auf eine blutige Nase? Machst du Witze? Sehe ich etwa so aus? Alles klar. Dann brauche ich mich ja nicht zurückhalten. Das will ich doch schwer hoffen. Na dann, los geht's! Gut, dann mal los. Dann zeig mal, was du kannst. Es sieht so aus, als gingen Aris die Züge ganz leicht von der Hand. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich halte mich nicht zurück. Brillant. Vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Es sieht so aus, als gingen Aris die Züge ganz leicht von der Hand. Bereit. So ein Mist. Ich muss irgendwie kontern. Nehme ich die oder die? Jetzt kommt es drauf an. Cloud es schaffen wird, sich aus dieser Lage zu befreien?
wird sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Aris lächelt siegesicher. Und das durchaus zu Recht. Ich halte mich nicht zurück. Gar nicht gut. Aber ich werde kämpfen. Für Aris steht das Match auf Messers Schneide. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Wangen. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Aris lächelt siegesicher. Und das durchaus zu Recht. Der Sieg ist mir sicher. Na, gar nicht schlecht, was? So wird das nichts. Ich halte mich nicht zurück. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Der Sieg ist mir sicher. Gar nicht gut. Aber ich werde kämpfen. Aris ist ein wenig in Bedrängnis geraten. Bereit. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Ach Mensch. Typisch Cloud. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. Nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Runde. Die einzelnen Teilnehmer schlugen sich wie folgt. Wir beginnen mit der ersten Partie. Gina kämpft sich mit einem unerbittlichen Sieg nach oben vor. Die Verrat in Juni wird ziemlich konkret. Die Regeln stehen womöglich überfordert. Shelley holt sich den Sieg und es hat nicht den Anschein, als würde seine Glücksträhne so schnell einreißen. Weiter zur dritten Partie. Anja. Die zweite Runde konnte sich ebenfalls sehen lassen, Herr Strife. Gut gemacht. Ich hoffe, Sie kommen auch nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche wieder zurück.
Das Ende der zweiten Runde ist eingeläutet. Das Turnier nähert sich langsam seinem Höhepunkt. Vorhang auf für die dritte Runde. Nun denn, wen wird Cloud wohl als nächstes herausfordern, meine ist Damen und Herren? Ist eine Weile her? Fiebern Sie nicht mit? Wahr? Ja. Keine Angst. Ich bin nicht für ein Tänzchen hier. Zumindest keins mit den Füßen. Ach so. Es sei denn, du verlierst. Gut, dann mal los. Na dann, möge die Show beginnen. Adrian scheint sich seiner Sache mehr als sicher zu sein. Der Sieg ist mir sicher. Ich hatte mir mehr von dir erhofft. Auf eine unvergessliche Partie. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Brillant! Kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Anjan seufzt hingebungsvoll. Es sieht nicht gut für ihn aus. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Adrian scheint sich seiner Sache mehr als sicher zu sein. Der Sieg ist mir sicher. Eine gute Offensive, Cloud. Ich werde mit Anmut gewinnen. Adrian muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird. Erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Auf eine unvergessliche Partie. Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Adrian muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird? Der Sieg ist mir sicher. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird? Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Bereit. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird? Der Sieg ist mir sicher. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird.
der Sieg ist mir sicher. Blau kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Bereit. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird? Ich muss schon sagen, du bist etwas ganz Besonderes. Ob am Spieltisch oder auf dem Tanzparkett, du weißt zu überzeugen. Du bist ein echter Star, mein Lieber. Leuchte für uns. Klaus holt sich den Sieg. Was für ein beeindruckender Triumph. Ich gratuliere. Also dann, unser glücklicher Gewinner wird bereits am Anmeldeschalter erwartet. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der dritten Runde, Herr Strife. Für die vierte Runde drücke ich Ihnen ebenfalls die Daumen. Auch die dritte Runde ist hiermit vorbei. Das Finale ist nun nicht mehr weit. Bühne frei für Runde 4, das Halbfinale. Laut hat sich weit vorgekämpft. Als nächster Gegner wartet niemand anderer als Chadley auf ihn. Freuen Sie sich auf eine packende Partie. Cloud, wärst du so gut, gegen mich anzutreten? Du spielst auch mit? Ja. Ich hatte von dem Roboter gehört, der am Turnier teilnimmt. Den wollte ich mal in Aktion erleben. Und wie war dein Eindruck? Mein einzig würdiger Gegner bist du. Aber auch du bist nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg zum Turniersieg. Dann beweist das mal gegen mich. Natürlich. Ich erteile dir gerne eine Lektion. Los geht's! Beginn der Partie. Chadley scheint sich böse verrechnet zu haben. Bereit. Was für ein genialer Zug von Cloud. Wahrhaft eines Meisters würdig. Sehr gut. So kann's weitergehen. Der Sieg ist mir sicher. Gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadleys Taktik ist fehlerlos. Wie wird sein Gegner reagieren? Ich halte mich nicht zurück. Wenn es so weiterläuft, gewinne ich. Chadley scheint jeden seiner Züge genau vorausberechnet zu haben. Bereit. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen.
Ich halte mich nicht zurück. Knaut lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Der Sieg ist mir sicher. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Grau kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Bereit. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Der Sieg ist mir sicher. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Bereit. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Sieht gut für mich aus. Und wieder einmal hast du auf ganzer Linie überzeugt, Cloud. Ich drück dir die Daumen für den Turniersieg. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales, Herr Stroud. Cloud hat es tatsächlich geschafft. Sie mir bitte und folgen. Steht nun im bitte Finale. Hier entlang. Dort wird er auf seine bislang stärkste Gegnerin treffen. Schafft er es, Gina von ihrem Turm zu stoßen? Oder wird ihre Gesellschaft der Kartenkönigin fort? Führer frei für den Showdown! Du bist also der Champion. Allerdings. Mein Name ist Gina Königin. Du darfst mich aber auch Gina die Geniale nennen. Meinst du das ernst? Klar. Ich habe bislang noch jeden besiegt. Wirst ja schon sehen, wenn ich dich abserviert habe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Auf geht's! Spannend, okay? Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Gina verliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich
halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich gebe mich nicht geschlagen. Der Sieg ist mir sicher. Ein herber Schlag für Cloud. Ob er sich davon erholen wird? Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Gina wickelt ihr Gegenüber spielend um den Finger. Vorteil für mich. War ja vorauszusehen. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Jetzt kommt es drauf an. Ich halte mich nicht zurück. Die Partie verläuft ganz und gar nicht so, wie Cloud sich das wohl erhofft hatte. Gina wirkt, als wäre sie sich ihres Sieges bereits sicher. Haushoch überlegen. So wird das nichts. Ich halte mich nicht zurück. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Gina wirkt, als wäre sie sich ihres Sieges bereits sicher. Der Sieg ist mir sicher. Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Ich leg gerade erst los. Cloud lässt sein Gegner nicht zur Ruhe kommen. Bereit. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Ich halte mich nicht zurück. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Ich leg gerade erst los. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Verzichte dankend.
Für heute habe ich mehr als genug. Cloud, los jetzt! Du schaffst das, Red! Ho, ho! Halt rein! Der tapfere Cloud scheint sich auf das Match einzulassen. Gut, freuen wir uns auf ein letztes Gefecht. Schön. Tragen wir es aus! Möge das Spiel beginnen. Kannst es wohl kaum erwarten, dich zu besiegen? Der Sieg ist mir sicher. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Ich gebe mich nicht geschlagen. Bereit. Ungünstig. Doch aufgeben ist für mich ein Fremdwort. Jetzt kommt es drauf an. Ich halte mich nicht zurück. Das ist mir viel zu einfach. Kommt da noch was? Ich gebe mich nicht geschlagen. Der Sieg ist mir sicher. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Sieht gut für mich aus. Bereit. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Der Sieg ist mir sicher. Sieht gut für mich aus. Ich halte mich nicht zurück. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Ich räume meine Niederlage ein. Du bist wirklich stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. Wann hast du dir das alles beigebracht? Ein Jäger späht seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat ja gut funktioniert. Liebes Publikum, der Gesamtsieg geht ab, Cloud Strife! Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht wahr?
Das Turnier ist hiermit beendet. Wir bedanken uns herzlich bei allen Cartoreros und Toreras, die teilgenommen haben. Unsere Fahrt nach Costa del Sol verläuft planmäßig. Bitte genießen Sie auch den Rest Ihres Aufenthalts an Bord. War doch lustig, oder? Ja, schon. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Du warst wirklich fantastisch. Und jetzt, falls jemand wann die Fähre ankommt? Morgen. Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls hundemüde. Ja, vorsicht. Herzlich willkommen. Auf der Suche nach Karten? Stimmt.